und herzlich willkommen zum Portugal-Trip Tag 3. Jetzt schon mit der Drohne eingepackt. Ich fahre dann gleich nochmal auf die Westseite der Insel, mache dann bei dem verlassenen Hotel nochmal Aufnahmen und gehe dann nochmal ein bisschen an die Küste. Und danach gehe ich in das Hotel, lade nochmal die Drohne und mache mich dann auf den Weg zur Ostseite, weil da gibt es heute echt eine Menge zu bieten. Ich hoffe mal, ich packe das heute alles überhaupt. Aber jetzt gucken wir einfach mal. Nachher geht es dann ab und ich würde einfach mal sagen, dann sehen wir uns nach dem Frühstück nochmal später auf der Tour. Bis später! So Leute, wie bereits gestern angekündigt, bin ich jetzt hier mal auf dem alten Hotel oben. Das ist echt der Hammer hier. Bin hier auch schon die Drohne, flog hier auch schon die Drohne. Jetzt geht es dann mal weiter noch runter zum See und da gibt es auch noch ein paar Drohnenshots. Also dann bis nachher. So Leute, ich bin jetzt hier an der Westküste der Azoren, habe jetzt schon viermal heute die Drohne, bin jetzt viermal schon die Drohne geflogen und jetzt gehe ich mal Richtung Hotel zurück, Drohne laden, Handy laden und dann geht's an die Ostküste der Insel. Hab richtig Bock drauf, so motivierend jetzt hier. Guckt euch das mal an, Hammer. Dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns nachher nochmal. So Leute, ich habe jetzt alles aufgeladen und fahre jetzt weiter nach Via Franca do Campo auf die kleine Insel, dann nach Furnas und dann noch zu einem Wasserfall bei Acerla oder so. Ich bin richtig gespannt, hab noch Bock da drauf. Aber jetzt muss ich erstmal hinfahren noch 25 Kilometer, muss auch noch mal kurz das Watt ein bisschen tanken und dann sehen wir uns einfach nachher noch mal in Via Franca do Campo. So Leute, ich bin jetzt in Via Franca do Campo und die Tickets heute sind leider schon komplett ausverkauft. Zumindest kann ich leider nicht auf die Insel. Richtig schade, aber ich bin vielleicht nächstes Jahr nochmal mit meinen Eltern hier. Ich muss mal gucken. Dann bin ich einfach da mal auf die Insel und dann bestelle ich die Tickets im Voraus. Ja, schade jetzt auf jeden Fall, da wäre ich gerne drauf gewesen. Hätte auch gerne einen Drohnenshot gemacht. Na, jetzt kann ich dann weiter nach Furnas und da gibt es vielleicht auch noch ein paar coole Shots. Also dann bis nachher.
So Leute, ich bin jetzt ja gleich in Furnas. Hier sind schon diese Vulkanquellen. Hammergeil. Und jetzt gehe ich noch in die Stadt und guck mal, dass ich ein Thermalbad oder so finde. Habe ja auch eine Deutsche gesehen, die sich mit mir über die Drohne unterhalten haben. Richtig nice. Haben auch coole Aufnahmen zustanden. Und dann sehen wir uns einfach nachher nochmal. So Leute, ich mache jetzt hier gerade eine kleine Pause auf dem Quad. Ich bin jetzt bald bei Atacha, muss noch einmal tanken gehen und mal gucken. Ich schaffe das auf jeden Fall bis 19 Uhr dahin zu kommen. Die Thermalbäder muss ich mal gucken, ob ich das schaffe bis 20 Uhr. Und ja, dann würde ich sagen, jetzt fahre ich einfach mal weiter. Bis später. So Leute, ich bin jetzt hier in Atacha am Wasserfall oder so. Hammer geiles Teil. Und auch hier hinter mir coole Natur hier. Ich werde es bis 20 Uhr wahrscheinlich nicht mehr zu den Thermalbädern schaffen. Ich guck mal, ob ich da vielleicht morgen noch irgendwo in die Nähe bekomme, aber ansonsten mache ich das einfach auf meinem nächsten Azoren-Besuch. Es rennt ja nicht weg, aber ich habe so viel gesehen, auch hier nochmal ein kleiner Wasserfall. Hammer, ich werde hier noch was bitte auf jeden Fall noch die Drohne steigen lassen. Also dann, wir hören uns nachher nochmal. So Leute, das war dann der dritte Tag des Portugal-Trips 2019. Heute war ich den ganzen Tag auf der Insel São Miguel unterwegs. Heute sogar mal kein Flug. Gras. Ich war nochmal auf der Westseite bei dem verlassenen Hotel und beim See unten und habe da Drohne geflogen. Und ich war noch an der Westküste und habe da auch mal Drohnenaufnahmen gemacht. Und anschließend war ich dann noch auf dem Weg Richtung Osten der Insel. Unter anderem in Via Franca do Campo. Leider ohne diese kleine Insel da. Dann war ich noch in Furnas bei den Vulkanquellen. Dort konnte ich dann leider auch nicht in den Nationalpark mit den Thermalbädern rein, da diese gerade zugemacht hat, als ich ankam. Und dann war ich noch in Achahita. Achahita, genau. Und dort war ich dann noch beim Wasserfall. Außerdem habe ich noch einen Portugiesen, einen Einheimischen hier aus São Miguel getroffen. Mit dem bin ich dann noch bis nach Ponta Delgada gefahren und habe dort auch noch mit ihm was gegessen. Wir waren quasi gleichgesinnt, da er ein Motorrad hatte und ich ein Quad hatte. Wir haben uns ausgetauscht, unter anderem auch mit Instagram etc. Wir werden auf jeden Fall in Kontakt bleiben und bei meinem nächsten Besuch auf São Miguel steht auf jeden Fall ein Thermalbadbesuch ganz oben auf der Liste, da ich ja dieses Jahr leider keins besichtigen konnte. Und ja, dann würde ich einfach mal sagen, freut euch auf den vierten Tag. Dieser wird nämlich auch nochmal krass. Morgen der letzte Tag auf São Miguel, Tag 4. Mit coolen Aktivitäten, freut euch drauf. Vielleicht auch nochmal ein paar coole Drohnenshots. Und abends geht es dann wieder zurück nach Lissabon. Aber auch nur über die Nacht. Und am Tag darauf fliege ich dann nach Frankfurt. Also ich bedanke mich fürs Zuschauen vom dritten Tag. Und wir sehen uns dann einfach beim vierten Tag wieder, wenn es wieder heißt Portugal Trip 2019. Ciao.